Da hat sich doch wohl mehr getan, als ich in Erinnerung hatte. Gerade so das Geschichtchen da vorne und da hat sich einiges getan, was ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Ja, bei mir war wieder eine Menge los. Ich war aber nicht ganz untätig, wie es aussieht. Es gibt jede Menge zu zeigen, trotz dessen, dass ich zuletzt einen schönen großen Gartenrundgang gemacht habe. Gerade in die Richtung habe ich weitergewirkt, vor eurer Nase, das, was ihr nicht sehen könnt. Ja, hier das Geschichtchen und hier vorne war ich auch noch bei. Und an der einen oder anderen Stelle gibt es auf jeden Fall noch was zu entdecken. Aber ich werde heute auch ein bisschen beigehen. Ich wollte noch irgendwie ein Vogelhäuschen aufhängen. Das habe ich noch im Hinterköpfchen, ganz wichtig. Und weiß nicht, irgendwas habe ich vorhin noch im Kopf. Ich kann mich ja einfach mal leiten lassen. Ein bisschen komme ich wieder ins Herz und in die Seele. Ich brauche einen neuen Anschwung mal wieder. Das sollte mal wieder so sein. Und ich würde sagen, ich lege einfach mal los und zeige euch, was sich getan hat. Das Gebilde hier vorne ist natürlich mal wieder was Dekoratives, was aber sehr viel mehr inne hat als das, was es oder wonach es als erstes scheint. Ich habe mich hier ein bisschen ausgelassen mit verschiedenem Holz, was ich noch liegen hatte. Ihr kennt das sicherlich noch aus den anderen Beeten, gerade so das hier, es steckte irgendwo anders drin vorher. Und ich habe hier tatsächlich was echt, wie groß bin ich? 2 Meter? Ja, ich schätze mal so an die 5 Meter wird das hier hoch sein. Ja, und damit das Ganze auch Kontrast kriegt, ein bisschen mit den Farben gespielt, ein bisschen mit den Größen gespielt. Und ja, hier werden sich nachher sicherlich wieder die Insekten niederlassen, gerade so Libellen, Bienen. Andere Tiere wird man auch sehen, je nachdem, was da halt noch wächst, so als Schutz. Ja, und die Vögel sind hier auch gerne bei. Also macht auf jeden Fall was her. Und ihr könnt auch sehen, die Sonne begleitet uns. Da ist sie. Und ich hoffe, dass noch ein bisschen mehr rauskommt jetzt im Laufe des Videos. Kann ein bisschen Energie vertragen. Würde aber mal sagen, jetzt bleiben wir beim kleinen Gartenrundgang. Wie gesagt, im Anschluss geht es ein bisschen praktisch weiter. Das wird nicht nur beim Vogelhäuschen bleiben. Und ja, über das Dekorative hinaus können wir eigentlich mal dahin gehen, was hinter mir zum Vorschein kommt. Das Beet sieht derzeit so aus. Ich habe hier noch 2 Nachtkerzen, nee Blödsinn, 1 Nachtkerze und 1 Königskerze eingebuddelt. Hier vorne dann noch habe ich den Rosmarin stehen. Der lag vorher, glaube ich, da auf der Seite noch im letzten Video. Und hier 2 Erdbeerpflanzen, die eine ein bisschen geknickt. Aber letztendlich kommt es aufs Wurzelwerk drauf an und da kommt auf jeden Fall was nach. Steige ich gleich mal rauf. Und dann können wir von dieser Seite so ein bisschen das andere abfrühstücken. Also da vorne, den Bereich habe ich frei gemacht, wobei ich da erstmal grob bei war. Da vorne liegen auch noch die Wurzeln, kleines Häuflein ja, von der Minze. Das war hier vorher so stark vertreten, aber die Quecke war dann auch sehr stark vertreten. Und das war eine Sache, wo ich auf jeden Fall irgendwann bei wollte. Ja, also einmal grob vorgearbeitet. Ich wollte die Steine und so nachher noch wegnehmen, damit dann auch die Quecke dieses Jahr nicht so weit kommt. Und das Stück hier vorne, das habe ich ein bisschen zu Ende gebracht. Überall ist so ein bisschen was rausgekommen, das habe ich erstmal gesammelt. Das kommt dann nachher wieder an andere Stelle. Dann habe ich ja hier letztes Mal von der Sonnenfalle gesprochen. Ich würde mal sagen, ich suche mal einen Weg, damit ich euch das von der anderen Seite zeigen kann. Bis auf die Trittstelle war ich jetzt hier überall bei schon frei machen. Habe mir dann einfach so ein Stück übrig gelassen. Also ihr könnt euch vorstellen, ich war überall bei, außer hier am Rand. Ja, und das ist halt auch so ein Stückchen, wo ich letztendlich ja auch die Quecke ein bisschen raushaben wollte, damit das nicht so breitfächrig wird und ich da nächstes Jahr am gleichen Punkt stehe. Also da würde ich schon gerne ein bisschen vorankommen. Hier vorne sieht so erstmal ordentlich aus, aber ich rechne damit, dass da auf jeden Fall noch ein bisschen was hochkommt wieder. So hundertprozentig gründlich war ich nicht. Schon sehr gründlich, aber noch nicht gründlich genug. Da sind dann halt noch die Wurzeln, die ich gerade angesprochen habe. Und hier von außen kann ich euch das zeigen, warum ich hier bei möchte. Also hier zwischendrin ist überall Erde und überall, wo Erde ist, da macht sich das Ganze, was ihr hier rechts seht, natürlich noch ja, leichter und schneller breiter. Wobei es auch mal so rauswächst, ganz ohne Erde. Aber es ist dann nicht so massiv. Und letztendlich hat man das dann gleich auch schon am Beet dran und dann kommt das da rein. Das will ich natürlich verhindern. Letztes Jahr oder die letzten Jahre habe ich da Abstriche machen müssen. Aber dieses Jahr habe ich mir das vorgenommen, alles wieder frei zu kriegen. Also im Großen und Ganzen seht ihr doch mal wieder ein paar große Schritte gemacht, ohne dass ich mir das so abgespeichert hatte.
Also das gefällt mir schon sehr gut. Auch das Beet da hinten habe ich angefangen. Ja, hier soweit frei. Ich werde dieses Jahr auf jeden Fall noch ein bisschen, ja, so wie das Brett da vorne, so ein bisschen mehr Zulaufwege oder Wege rein in die Beete schaffen. Da, wo ich vorher doch ein bisschen nicht mehr so gut rankam, dass ich da ein bisschen näher an die Pflanzen rankomme. Ja, hier unten ist noch eine Schicht mit Stein und so. Das habe ich euch ja im letzten Video, meine ich, euch auch gezeigt. Doppelt gemobbelt hält besser. Euch. Ja, und hier hinten, da wächst fleißig der Rhabarber. Den kann ich euch gleich noch zeigen. Aber hier zu meiner Seite hat sich hier so ein Bäumchen eingeschlichen. Ich weiß nicht, was ich hier habe. Könnt ihr das erkennen? Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Gar nicht so leicht. Ich glaube, der Hintergrund ist eher scharf als das, was ich jetzt abfilme. Ja, und hier unten, da wollte ich halt überall bei, ziemlich dicht. Da muss ich mich wirklich durchackern. Das war bisher so das Hartnäckigste, dem ich begegnet bin hier im Garten. Und hier unten habe ich auch noch Knoblauchschnittlauch, glaube ich, mal von meiner Mutter gekriegt. Ich sehe hier noch ein bisschen Erdbeere. Tatsächlich, hier ist noch eine Erdbeerpflanze. Da hatte ich ein bisschen mehr erhofft, auch in den anderen Beeten, aber durch die Vernachlässigung, ich habe es ja wild wachsen lassen. Die Quecke, die drückt das schon ganz schön weg, ne? Aber die hat auch echt Raum gekriegt. Das sollte dieses Jahr anders laufen. Och, die Sonne, wie schön. Ja, ein schöner Begleiter. Ich steige hier mal wieder runter. Ja, wo wir gerade bei der Sonne sind und ich die Sonnenfalle sehe, möchte ich hier doch noch mal gleich was zu sagen. Also, eine Sonnenfalle hat ganz tolle Vorteile. Also gerade wenn ihr so alte Steine irgendwo mal findet oder habt noch im Garten und die meisten wollen das ja loswerden. Ich finde das immer ganz gut, wenn ich sowas habe. Da kann man letztendlich sich so ein bisschen was anlegen. Und die Eigenschaften von Steinen, ich nehme mal jetzt den, sind natürlich ganz unterschiedlich. Aber im Großen und Ganzen dann doch bei sowas haben sie dann was gemeinsam. Und zwar Wärme zu speichern bzw. dann auch wieder abzugeben. Und gerade wenn man jetzt ne, sowas hat wie hier, ich habe es ja da vorne auch, dann sind das so Eckchen, wo man zum Beispiel Paprika oder Chili oder so groß kriegt. Ich habe da positive Erfahrungen mitgemacht. Und wenn die Steine drumherum sind, dann kriegen die halt ein bisschen Schutz und Wärme. Und gerade so bei uns in Nordfriesland ist das so eine Sache mit dem Wind. Das bietet quasi so ein bisschen doch Raum für Pflanzen, die so auf dem Beet oder in den normalen Beeten halt eben nicht wachsen würden. Gibt natürlich noch mehr Vorteile. Letztendlich steckt hier auch jede Menge drin an ja, Inhaltsstoffen, will ich nicht sagen, aber zum Beispiel Mineralien. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe persönlich sehr positive Erfahrungen gemacht. Und letztendlich, ich habe ja auch ein bisschen was hier schon mit Urgesteinsmehl gezeigt. Ich habe mir nachher gedacht, ich baue mir ein kleines Plätzchen und kloppe mir die Steine klein. So von der Farbe haut das ja hin, ne? Wer weiß, wie Urgesteinsmehl hergestellt wird. Ich habe da mal geforscht und nicht so richtig was gefunden, aber wer weiß, vielleicht habe ich mich auch ein bisschen blöd angestellt. Ja, so viel dazu. Also hier rundum sieht das ganz gut aus. Hier vorne ganz viel noch zum Dekorieren. Das sind so Häufchen, die habe ich erstmal angelegt. Das sortiere ich dann nachher auch noch weg. Ja, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, von hier kann man das eigentlich ganz gut sehen. Habe ich hier das Stückchen noch vor mir, da die Ecke, da noch mal gründlich rüber. Das wird mir hier auch noch mal so vorkommen mit der Zeit. Aber das habe ich generell auch auf dem Zettel, bis jetzt irgendwo mal die Eisheiligen sind. Der Kartoffelacker ist soweit fertig. Fehlt nur noch der Streifen. Bei dem Beet da vorne eine Ecke. Da hinten eine Blühwiese. Ja, das sind aber so Geschichtchen, die sind für euch jetzt wahrscheinlich viel zu weit weg. Ich würde sagen, laufe ich noch mal hin mit euch. Denn ja, außer Deko hier war ich tatsächlich noch hier vorne bei. Kann ich noch mal auf den Rest eingehen. Hier war ja noch ein Bereich, der, ja, man sieht es ja, eigentlich der ganze Abschnitt hier bis zu dem Punkt. Da waren noch die Gehwegplatten drin. Die liegen jetzt da. Mal gucken, ob ich hier noch mal so einen Weg reinlege. Ja, und der Bereich, den habe ich jetzt auch frei gemacht. Das, was man sehen kann. Hier fehlt natürlich noch Beetbegrenzung. Da findet sicherlich irgendwann noch mal was zu mir. Hier vorne habe ich schon was ja, dazugelegt. Hier das Holz, da habe ich was gefunden.
Hatte ich hier schon im Garten. Und ansonsten habe ich alles, was hier ja, im letzten Video noch stand, die alten Sonnenblumen aus dem letzten Jahr, habe ich dann hier klein gemacht und so ein bisschen drauf. Das mulcht es zum einen und zum zweiten ist es jetzt schon ja, in so einem Verkompostierungsprozess. Das fängt ja irgendwie schon an, wenn die Pflanze noch steht. Ne? Das Wetter macht was damit. Man sieht es ja auch an den Farben, das ist nicht mehr fresh, sondern natürlich auch schon so ein bisschen ja, am Auseinandergehen. Ja, und das landet hier alles drin, macht das Beet ein bisschen fluffiger. Ich habe da gute Erfahrungen gemacht in den anderen Beeten. Den Tipp kann ich nur jedem herzlichst empfehlen, der da so ein bisschen mehr Humusaufbau betreiben möchte. Eine Riesenfreude, das jetzt so anzusehen. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel, dass ich da auch bei war. Ja, es gab viele schwierige Tage und dann mache ich das, was ich euch in den Videos erzähle. Ich gehe in den Garten und versuche das Beste draus zu machen und vor allen Dingen für mich innerlich zu verarbeiten, zu transformieren. Und wenn man so mit dem Herz beigeht und mit der Freude, und die kehrt gerade immer mehr zurück, was mich dann nochmal mit ein bisschen Freude beschenkt, denn das war gar nicht so abzusehen, bevor ich hier hinkam. Ja, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, ich wiederhole mich. Zwar für alle, die das natürlich jetzt schon wissen, hier soll dann wieder Mais rein, Kürbis, Stangenbohnen und die eine oder andere Pflanze, die da irgendwie noch reinfindet. Hier vorne an der Ecke, ja, fast an der Ecke, habe ich noch den Wirsing aus dem letzten Jahr, den habe ich einfach mal eingebuddelt. Ja, und so ein paar mini-frische Blätter gibt es da. Da wollte ich mal gucken, wie der sich verhält. Ich würde sagen, das war das von hier. Und ich zeige euch jetzt die anderen Beete, von denen ich geredet habe. Hier vorne ist zum Beispiel eins. Da habe ich ja auch das große Bienenhotel stehen. Da gehe ich irgendwann noch mal mehr drauf ein. Wir wollen ja gleich noch zum Werkeln kommen. Also hier war ich gar nicht bei, aber ihr könnt ihr zum Beispiel sehen, so wie ich das Beet jetzt angucke, hier gibt es zum Beispiel Material, was ich hinterher da noch in den Beeten lasse. Hier, das ist nachher alles gut für den Humusaufbau, das ist jetzt natürlich nicht die Welt. Da sollte man auch mit Geduld und Vernunft rangehen und lieber den Baumarkt mal auslassen oder andere Stelle und sich da selber im eigenen Gartenkreislauf bemühen. Wie gesagt, ich habe es ja auch vorgestellt in den letzten Videos, dass letztendlich doch super viel Energie dafür drauf geht, Sachen aus dem Garten wegzubringen für den einen oder anderen und doch, wenn man da so in die Kreisläufe des Gartens geht, doch einiges direkt in die Beete stecken kann und sich den ganzen Aufwand sparen kann. Und somit entsteht neue Energie, neue Möglichkeiten und man hat viel mehr Raum, auch mal große Schritte im Garten voranzubringen. Da muss ich jetzt so ein bisschen zur Seite gucken. Also ich muss sagen, hier ist ja einiges jetzt passiert im Winter. Noch haben wir ja Winter. Für mich beginnt das richtige Jahr erst am 21. März. Da gehe ich ein bisschen anderen Rhythmen, quasi Frühlingsanfang, so wie wir das kennen. Somit bin ich ja auch noch ganz gut aufgestellt und habe hier jetzt noch ein Beet vor mir. Das ist nachher Blühwiese, man sieht auch noch ein bisschen was. Das müsste eine Kronlechtnelke sein, da vorne auch eine. Hier habe ich ja noch so das Bäumchen von Klaus, wenn ihr euch erinnert. Hatte ich ja mal zu Besuch aus Kiel, ein Garten-YouTuber. Wenn er sich so sieht, wenn ich das so sagen darf. Ja, also bis hier ran geht das dann nachher, Weg und so. Hier war ich ja überall bei. Und dann gibt es das ein oder andere Projekt noch. Ach, guck mal, da fällt mir doch glatt wieder ein, was ich doch mal vielleicht auch noch angehen könnte. Und zwar hier den Bereich weiter schön zu machen, weil letztendlich bin ich hier so ein bisschen im Kreis gegangen, habe hier angefangen mit dem Beet, bin dann hier rüber gegangen zu den Beeten. Woanders war ich natürlich auch mal bei, gar keine Frage. Muss ich das ja irgendwie schmackhaft halten, hier das Geschichtchen. Ja, da freue ich mich auch drauf, wenn ich das da vorne habe. Das wartet, da war ich letztes Jahr auch nicht bei. Da könnte es durchaus an der einen oder anderen Stelle ein bisschen dichter sein, was die Quecke angeht. Oder Queke, je nachdem, wie ihr das kennt. Hier liegt halt noch ein bisschen was rum, das gefällt mir nicht, das stört mich schon eine Weile. Und das könnte ich mal angleichen und vielleicht als Startpunkt nehmen, sich dem Beet dahinter anzunehmen. Aber jetzt möchte ich ein bisschen ins Produktive kommen. Also ich dürfte euch alles gezeigt haben. Übrigens, da hinten an der Ecke gibt es auch noch ein Beet. Mein Sonnenplätzchen. Ich habe auch noch ein bisschen was gesammelt, was so aus den Beeten kam. Hier sieht man das sehr gut. Da habe ich noch ein gutes Bündel an Knoblauch. Die kann ich noch einbuddeln. Das Grün kommt. Bei uns war es feucht genug. Die konnte ich auch tatsächlich hier oben auf dem Beet liegen lassen. Tue ich auch immer noch. Das wäre vielleicht noch eine Geschichte, den könnten wir uns gleich noch annehmen. Dann habe ich doch das und ja, dann die Sache hier da mit dem Vogelhäuschen, was da vorne noch steht.
Und alles andere können wir ja mal frei auf uns einfließen lassen. Ah, ich freue mich so. Das ist so schön. Stativ nehme ich noch mit. Es ist so schön, wieder hier zu sein. Mit ganz anderen Energien. Ich habe ein bisschen Bedenken gehabt, weil ich hatte tatsächlich wieder... Ja, dieses 24 hat mich gut im Griff gehabt. Und so langsam komme ich doch in alte Kräfte. Das Stativ. In alte Kräfte. Und ich wusste nicht, ob ich heute Zugang finde zum Garten. Mich hat es ja, letzte Woche halt voll rausgerissen wieder. Ganz liebe Grüße an die Sandra. Danke, dass du für mich da warst. Habe ich dir ja schon persönlich ausgerichtet, aber das ist... ja, es gibt jemanden... ganz Wundervolles hat über die Videos zu mir gefunden. So fleißig an Kommentieren. Sandra, danke schön. Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen von dem, was ich eigentlich wollte. Habe mich ein bisschen rausgebracht. Also mich hat es wirklich wieder umgehauen. Hab nach wie vor genug noch Sachen, die ich noch verarbeiten darf. Gerade so meine Seele hat noch einiges ja, an Heilkraft nötig. Dennoch, es könnte ja nicht besser sein, als dass ich jetzt hier bin. Bei so schöner Sonne, die uns hier durch die Weide anblickt. Da kommt direkt neue Energie mit. Und vielleicht nehme ich mir gleich nochmal mein Sonnenplätzchen vor. Und werde da nochmal eine Runde meditieren, bevor ich mit dem Vogelhäuschen anfange. Aber das möchte ich euch erstmal zeigen. Das hier vorne. Das habe ich ja hier auf meinem Podest, auf dem Gabentisch. Auch gut, dass ich hier vorbeikomme. Mein Tipp auch an euch, trinkt fleißig Wasser, aber wirklich Wasser. Am besten still. Das habe ich gebraucht. Hier vorne ist das Vogelhäuschen, was ich gebaut habe. Da muss ich mir auch noch was überlegen. Das geht gar nicht so leicht, das jetzt gleich irgendwo ranzukriegen. Ich stelle es nochmal ab. Und zwar habe ich hier, da könnt ihr das sehen, ein bisschen Dachabstand. Und um das jetzt irgendwo aufzuhängen, anzubringen, muss ich mir hinten natürlich noch was einfallen lassen. Aber genau solche Tüfteleien mag ich ja. Außer Korn habe ich mir auf jeden Fall da vorne einen Baum. Und ich dachte mir, der kommt da vorne hin, wo das Fahrrad drauf zeigt. Das ist ja der schöne Apfelbaum. Ich nehme mal eine Abkürzung heute. Habe ja so meine Wege. Übrigens, das wird ganz wunderbar angenommen hier. Da habe ich die Vögel schon dran gesehen. Jetzt wird es ein bisschen eng. Wo gehe ich denn lang? Hier. So, wo das Fahrrad drauf zeigt. Das ist natürlich der Baum hier vorne. Da habe ich gerade von der Stelle gesehen, so richtig genau habe ich mir das noch nicht angeguckt, das tue ich jetzt quasi. Ich würde sagen, das hat Sandra mir noch geschrieben, 2 bis 3 Meter Südost. Da oben sieht das doch gut aus, ne? Nehme ich dich schon mit? Ja, einmal gucken. Das wird noch spannend hier. Also irgendwo hier, das gibt's ja gar nicht, da könnte eine Stelle richtig gut sein. Ich wäre auch noch einen Ticken höher. Gar nicht so leicht. Ich bleib hier auch gerade mit meinen Haaren, glaube ich, überall hängen. So, so wie mache ich das? Ein bisschen überlegen gehört ja dazu. Ich hätte jetzt die Möglichkeit, da oben irgendwie mit Holz hier hinten zu arbeiten, dass ich hier noch was anbringe, da vielleicht eine Öse, einen Haken, irgendwas. Oder mit einem Seil, aber das ist mir zu unsicher, wenn das Seil dann irgendwann mal nachgibt, dann rauscht das Ding runter, das möchte ich natürlich auch nicht. Ja, mal gucken, was habe ich denn da noch? So ein bisschen was habe ich ja noch rumliegen. Achso, habe ich euch das gezeigt? Hier war ich noch ein bisschen weiter bei in die Richtung.
Ich glaube, das habe ich euch noch nicht gezeigt. Also geht alles so ein bisschen voran. Alles zu seiner Zeit. Ach, hier auch noch was. Genau, hier habe ich ein bisschen was reingebracht. Knoblauch, Erdbeeren, Zwiebeln. Hier vorne, ich glaube, das die ersten zwei sind Zwiebeln. Weiß jetzt nicht mehr, ob die sich vertragen. Wird sich zeigen. So. Vogelhäuschen. Da habe ich hier vorne ein kleines Sammelsurium an Holz. Hier unten. Da brauche ich was Breiteres. Ist doch eigentlich auch nicht so schlecht, wenn das noch ein bisschen mehr Abstand hat. Oder ich nehme zwei dünne. Dünne. Da ist noch eins. Ah, das hat man von hier gar nicht gesehen. Das ist hier ein bisschen schmaler. Ja, so schnell kann es gehen. Ja, so kann ich das machen. Den schneide ich mir noch zurecht. So, sägen werde ich aber hier vorne. So, ich habe da mal was vorbereitet. Wurde doch noch ein bisschen mehr und anders, als ich das gerade gesagt habe. Da kommt noch was dazu. Akkuschrauber habe ich da. Eine Säge habe ich da. Ich habe noch ein weiteres Stück Holz da. Ein bisschen was zum Schrauben. Ein paar Bits, die brauche ich noch nicht sofort. So, Akkuschrauber auch noch nicht. Ja, und so wild ist das gar nicht. Ich habe euch gerade die Platte hinten gezeigt und ich möchte da oben noch was ran haben. Da kommt dann das Loch rein und dann werde ich das aufhängen. Und ich möchte das natürlich noch ein bisschen ästhetisch gestalten. Auch wenn das Dach schief ist. Bed and shave had got lave, wie man so schön sagt. Das hier schenkt er dem Häuschen auch wieder ein bisschen Wärme. Ne? Können wir doch großzügig sein. Ich habe mir das jetzt gerade gemerkt. Ich hole mir jetzt keinen Bleistift oder so. Obwohl, der ist hier vorne. Nicht das beste Beispiel von mir. Dieses ist natürlich eine Zugsäge. Das ist die falsche Richtung. Geht natürlich in die andere, aber für den Rhythmus mache ich das. Gut, hier geht das nicht. Hier kann ich jetzt ein bisschen besseren Druck ausüben. Von oben rutscht mir das nicht weg. Hartes Holz. Ha 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 ha!
So. Obwohl, da könnte ich ja fast das nehmen. Nö, das andere ist, glaube ich, schöner. So. Da muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich passende Schrauben kriege. Da habe ich schon so viele kurze, kleine raus für den Bau des Häuschens. Mal gucken, ob ich da noch was finde. Das passt. Das ist noch eine gute Länge. Wie viel brauche ich denn da? 4 Stück, würde ich mal sagen. Ne? 4, die ungefähr so lang sind. Der ist so lang. Ein kleines Sammelsurium. Schon was lege ich zur Seite. Der ist so lang. Gar nicht so leicht hier genug zu finden. Ich hätte am liebsten Kreuzschlitz, aber es ist nun alles. Dann nehme ich gleich 4 davon, wenn es ein Kreuzschlitz sein soll heute. Okay. Ja. So, die Platte möchte ich ja dahin haben. Doch noch mal einen Bohrer. Ja, ich glaube, das sollte reichen. Muss hier oben. Okay, da weiß ich, wie es mit Schlitz aussieht. Kann man schnell mal abrutschen. Oh, einer fehlt noch. Schnell nachholen. Habe ich gerade von oben gar nicht gesehen. So. Super. Und ein bisschen mehr Wärmepolster hinten. Genau. Oh, passt so gerade zwischen die Schrauben. Das sollte wohl so sein. Ein bisschen höher zum Anbringen. So ist das gut. Schön. Also schlecht sieht das gar nicht aus. Kann ich eigentlich schon. Ich muss halt mit dem Akkuschrauber von der Seite rankommen können. Ich glaube, das sieht so ganz gut aus. Ja, hält das so? Okay.
Ja, hört sich nicht gut an, tut auch in der Seele weh. Aber nun habe ich es fest. Ja, jetzt nur noch die zwei Bohrlöcher zum Befestigen und dann, glaube ich, kann ich da schon wieder hochklettern und das Ding direkt anbringen, würde ich sagen. Sowas zum Beispiel hier. So, auf geht's, anbringen. Ja, bisschen erstmal so. Aha. Ja, da ist die Ackerwinde bis hier hochgekommen. Übrigens besser Grillanzünder. Heute mal mit links. Also, hängt. Das war anstrengend. Also das linke Arm bin ich nicht gewohnt. Muss ich erstmal runterkommen. Ja, und ich darf merken, dass ich super lange dabei war. Also meine anderen Vorhaben, die mache ich so für mich, denn ich glaube, das Video ist schon lang genug geworden. Also ein bisschen Gartenrundgang, Vogelhäuschen basteln, der Rest kommt dann einmal. Ich mache jetzt erstmal Pause und ja, mal schauen, was ich mir dann vornehme. Ob es auch das wird, was ich euch angekündigt habe. Schauen wir mal. Okay. So, wenn mich hier befreie vom Akkuschrauber, es war mir eine Riesenfreude. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr. Und in Dankbarkeit verabschiede ich mich jetzt von der Sonne, die uns so schön begleitet hat. Und auch Dank an euch, Wegbegleiter, könnte man sagen. Ihr seid ja ein Teil des Ganzen. Jeder, der zuschaut, der das in irgendeiner Weise unterstützt, wie auch immer, auf welcher Ebene auch immer. Auch Dank an alle, die da finanziell übrigens was bewegen. Das hat mir stark durch die Zeit geholfen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir können gespannt sein, wie es weitergeht. Euch alles Gute, bleibt im Licht und in der Liebe, wie ich so schön sage, im Herzen. Und ja, wir sehen uns alsbald, denke ich, hoffentlich wieder. Mal schauen, was ich noch so machen darf heute. Gut, Sonne genießen, Wochenende.